was brauchen wir, dass wir im Garten optimal kompostieren können. Wir brauchen einen Standort, am besten so ein bisschen im halbschattigen Bereich. Das ist hier wunderbar, wir stehen hier unter Bäumen und so. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Sammelgitter. Das muss jetzt nicht hier unbedingt in der Nähe von der Kompostmiete stehen. Da sind eigentlich die Speisröste und die Gartenabfälle vorhanden, die man hier sammeln kann. Das ist nur ein Beispiel von einem Behälter. Das kann auch irgendwie eine Holzkiste oder so sein, offene Behälter, wo man Speisröstabfälle und Gartenabfälle zusammen sammeln kann. Voilà, das ist nur ein Beispiel. Vorteilhaft Deckel, dass es lange regnet, dass die ganze Sache nicht durchnässt wird, auch ein bisschen von Sonneneinstrahlung geschützt wird. Wenn wir das Material fertig zusammengemischt haben, legen wir es dann an einen Haufen leeren, sogenannte Mieten, und bearbeiten das Material dort weiter bearbeiten. Das heisst, wir tun es etwa aufschichten, etwa auf 1,50 m Höhe, und decken das dann zudecken mit einem Vlies. Das ist eine Luftdurchlässigung, lässt aber Wasser nicht so gut rein. Das heisst, wir können das Decken schützen, wenn es lange regnet, dass die Miete nicht zu nass wird. Und auch vor Sonneneinstrahlung natürlich auch schützen, dass es auch nicht zu fest ausdrücken. Wir tun nachher von Zeit zu Zeit die Mieten umschaffen. Das heisst, wir tun mit einer Gabel tun wir das Material einfach um einen halben Meter versetzen und schaffen es einfach, tun wir es einfach das ganze Material umschaffen. Mit dem bringen wir Sauerstoff rein und wieder mal ein bisschen durchmischen. Das tut sehr gut. Sauerstoff braucht es, dass die Kleinlebewesen, vor allem Bakterien etc. können, die brauchen Sauerstoff zum Arbeiten. Periodisch tut man das Umsetzen machen, alle paar Wochen. Nach etwa 7-8 Monaten hat man dann die fertige Komposterde.